Das ist Rick, ich bin Steven. Und willkommen zu Was geht ab, Shorts. Die Amerikanerin Marinda Barbo hat in einem Telefoninterview erklärt, dass sie mindestens 22 Menschen getötet habe. Bei 22 habe ich aufgehört zu zählen, so ihre Aussage. Seit November sitzt die 19-Jährige im Gefängnis in Pennsylvania, weil sie den 42-Jährigen Troy LaFerrara getötet hat. Zusammen mit ihrem 22-Jährigen Mann Elliot hatte sie den Mord geplant. Die beiden waren erst 3 Wochen verheiratet und wollten sich so gemeinsam einen Nervenkitzel verschaffen. Kennengelernt hatten sie ihr Opfer über den Anzeigendienst Craigslist, wo man alle möglichen Dienstleistungen anbieten kann. Der 42-jährige Familienvater soll mit Marinda ausgemacht haben, dass er ihr $100 für Sex zahle. Sie trafen sich in ihrem Auto auf dem Parkplatz einer Mall. Elliot hatte sich unter einer Decke auf dem Rücksitz versteckt. Marinda gab vor, dass sie LaFerrara hätte gehen lassen, hätte er nicht die falschen Dinge zu ihr gesagt. Sie behauptete ihm gesagt zu haben, dass sie gerade erst 16 geworden sei, woraufhin er trotzdem Sex mit ihr haben wollte. Daraufhin wäre sie ausgerastet und hat mit einem Messer auf ihn eingestochen. Ihr Mann erdrosselte LaFerrara zusätzlich mit einem Kabel. Der ursprüngliche Plan war gewesen, dass er ihn nur erdrosselt. Sie erinnere sich an alles, so Marinda. Es ist, als würde ich einen Film sehen. Nachdem die Todesstrafe für sie gefordert wurde, überraschte Marinda nun mit einer neuen Offenbarung. In einem Telefoninterview aus dem Gefängnis mit der Daily Item sagte sie, dass dies im Gegensatz zu ihrem Mann nicht ihr erster Mord war. Den begann sie nämlich mit 13, als sie Mitglied einer satanistischen Sekte wurde. Der Anführer legte seine Hand über ihre und zog mit ihr zusammen den Abzug der Pistole. Marinda sagte, dass sie damals alleine nicht dazu in der Lage gewesen wäre. Opfer war ein Mann, der dem Sektenanführer Geld schuldete. Seitdem habe sie permanent weiter getötet, so Marinda. Wie viel, weiß sie nicht mehr genau, aber wohl mindestens 22 Menschen. Die Polizei weiß, dass sie mit 30 Menschen über Craigslist Kontakt hatte. Sie mordete in Alaska, Kalifornien, North Carolina und Texas. Auch der Vater ihres 1-jährigen Kindes soll unter den Opfern sein. Er war ranghoher Satans-Sektenanführer in Alaska. Nach dem Mord zog sie nach Pennsylvania. Sie bereue aber keine ihrer Taten, da alle Opfer schlechte Menschen gewesen seien. Marinda gab an, mit 4 Jahren sexuell missbraucht worden zu sein. Ihre Mutter bestätigte das. Während ihrer Zeit in der Satans-Sekte sei an ihr auch eine Abtreibung durch die Mitglieder vorgenommen worden, so Marinda. Ihre Mutter sei danach mit ihr beim Arzt gewesen, dieser konnte jedoch keine Spuren einer abgebrochenen Schwangerschaft feststellen. Marinda gab auch zu, dass sie zeitweise unter dem Einfluss von Drogen stand, während sie mordete. Sobald die Polizei mit ihr reden würde, würde sie ihnen auf einer Karte zeigen, wo alle Leichen zu finden seien, so Marinda. Die Polizei äußerte sich noch nicht zu den Ermittlungen. Es ist noch nicht erwiesen, ob Mirandas Aussagen wirklich wahr sind. Marinda sagte, dass es an der Zeit war, alles ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Ich weiß, dass ich meinen Mann niemals wiedersehen werde und ich akzeptiere das. Ich weiß, dass ich über die Taten sprechen wollte, weil es sonst sein könnte, dass ich nach 20 Jahren wieder aus dem Gefängnis entlassen werden würde und ich will nicht, dass das passiert. Wenn ich entlassen werden würde, würde ich es wieder tun. Was glaubt ihr, wenn das alles wahr ist, welche Strafe ist für Marinda angemessen? Eure Meinung in die Kommentarskis. Für mehr Videos einfach mal da drüben klicken und unter dem könnt ihr abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Dort unten findet ihr auch Excalibur für allen möglichen Nerdkram und in der Beschreibung unsere Links zu unseren Social Media Seiten.